Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein weiteres Adventskalender-Unboxing für dich, wie man am Outfit im September erkennen kann. Und zwar geht es heute um den Lego City Adventskalender, genau. Den habe ich für 18,99 € reduziert auf Amazon bekommen. Den Link dazu setze ich dir mal unten in die Infobox. Ich weiß nicht, ob der Kalender noch reduziert ist. Ich hoffe es. Ja, und wenn du Bock drauf hast, mit mir zu erfahren, was sich in diesem Kalender verbirgt, ich werde alle 24 Türchen öffnen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe es ja schon in meinem Lego Harry Potter Adventskalender Unboxing Video erzählt. Das ist tatsächlich ein Kalender, den ich gerne meinem Freund schenken möchte, beziehungsweise den Inhalt davon. Ich werde den Inhalt von diesem Adventskalender und von dem Harry Potter Adventskalender in einen Kalender zusammenpacken und dann ist dieser Adventskalender, den ich ihm schenken werde, vom 17.11. bis zum 24.12., weil am 17.11. haben wir unser 14-Jähriges und ja. Da mache ich ihm immer einen selbstgebastelten Adventskalender. Und dieses Jahr habe ich mir gedacht, ich mache diese Reihe hier auf YouTube. Warum kann ich das nicht einfach miteinander verbinden? So. Ne? Es ist meine Welt und dementsprechend kann ich schalten und walten, wie ich lustig bin. Also mache ich das. Denn normalerweise siehst du auf diesem Kanal hauptsächlich Beauty-Videos, du siehst Unboxing, du siehst Reviews, Style-and-Talk-Videos und so weiter. Und wenn du einfach Bock drauf hast, mehr von mir zu sehen, es wird auch noch viele, viele andere Adventskalender geben, hauptsächlich Beauty-Adventskalender dieses Jahr, dann kannst du mich gerne hier unten einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich mega drüber freuen. So, als erstes gucken wir mal an, wie dieser Adventskalender von außen aussieht. Ja, es ist halt der City Adventskalender, das heißt, es geht hauptsächlich um die Reihe Lego City. Du hast hier drin die Minifiguren, das ist von der Größe halt her die Minifiguren und nicht die normalen Figuren und auch nicht die Ultra-Minifiguren, die du bei dem Harry Potter Hogwarts Schloss zum Beispiel hättest. Das passt sehr, sehr gut, weil wir haben die Creator Expert Reihe, beziehungsweise einige Häuser davon, genau. Und da passen solche Figuren ganz gut zu und ich finde es immer ganz witzig, wenn man dann auch jetzt gerade so zur Weihnachtszeit dort etwas weihnachtlich dekoriert, auch in den Häusern. Und dafür finde ich dieser Adventskalender immer sehr, sehr praktisch. So, genau, so sieht der Adventskalender von außen aus. Hier siehst du schon die ein oder andere Figur, die sich daran verbirgt. Natürlich ein Schneemann. Dann hast du hier auch einen Snowboardfahrer, eine Omi auf einem Stuhl, den Nikolaus natürlich. Ne? Und ich bin wirklich gespannt. Hier steht auch drauf, 24 Gifts, Adventkalender, es ist auf Englisch. Ab 5 Jahre geeignet, der von Harry Potter war ab 7 Jahre geeignet. Und ja, hier hast du dann auch noch ein paar Aufbauideen an der Seite. Und siehst dann halt auch schon mal so ein bisschen, wie sehen die Figuren aus. Bei Lego hast du hier an diesen Sets auch immer, dass du weißt, wie groß die Figuren sind. So einen Größenvergleich, was man halt im Laden dann ganz gut sehen kann. Und ja, ich bin sehr gespannt. Hier sieht man auch, wie der Kalender aussieht, aber wir gucken uns ihn mal im Original und nicht auf dem Bild an, beziehungsweise du siehst es ja quasi schon auf dem Bild, weil du es ja auf deinem Bildschirm siehst, aber ich sehe es dann im Original. Oh, ich werde natürlich auch alles aufbauen, ne? Das ist klar. Alles andere macht keinen Sinn. Und so schaut der Adventskalender dann aufgeklappt aus. Du hast hier unten so eine Eiskunstlauffläche quasi. Das ist ganz niedlich. Da hast du dann auch von oben, dass man halt drauf schaut, Curlingfeld ist es, glaube ich, dann, ne? Dann einzelne Legosteine, das ist auch sehr hübsch. Dann hast du Bäumchen. Und hier hast du die Landschaft mit einem Haus, verschiedenen Bäumen, einer Piste. Und ja, ne? Ich will ihn aufmachen. So sieht das dann aus, wenn du ihn dir in dein Regal stellst. Das hier ist übrigens ein Billigregal, wenn man das so ein bisschen als Größenordnung, wie auch immer, sehen möchte. Ja, los geht's. In den Lego Adventskalendern, also auch in diesem Lego City Adventskalender, hast du im Kläppchen drin noch die Aufbauanleitung drin, was ich sehr cool finde. Und die Sachen sind immer einzeln verpackt in den Tütchen, sodass halt quasi nichts verloren geht oder untergeht. Und du hast auch immer viele Extrateile mit dabei, falls dann wirklich mal was verloren geht. Und dann baue ich mal Teil Nummer 1 auf. Von innen in dem Adventskalender hast du übrigens das Ganze wie so ein Eierkarton quasi drin, der aber weiß ist und sich halt so ein bisschen, er sieht optisch aus wie so ein Schnee, wie so eine Schneeoberfläche. Das finde ich ganz cool gemacht und ganz hübsch. Ja, nur so als Nebenbei-Info. Und keine Sorge, selbstverständlich baue ich alles nochmal auseinander, damit mein Freund dann auch den Aufbauspaß selber haben wird. Also, ne, das möchte ich ihm natürlich nicht nehmen. Ich finde zu Lego Adventskalendern, beziehungsweise für einen Lego-Freund an sich, da ist der größte Spaß, das
aufbauen und nicht immer nur das angucken, also keine Sorge. Und in der 1 haben wir dann ein kleines, aber feines Schneemobil und ja, sehr süß gemacht mit vorne diesem Schneeschieber, sodass man da den Schnee schön wegschieben kann und ja, so schaut es dann zusammengebaut aus. Das Tütchen Nummer 2 mit hellblauen Steinen oder türkisblau, das finde ich sehr, sehr schön. Das mag ich gerne von der Farbe. Das hier, meine Lieben, ist in der Nummer 2 und es ist eine Schneeball-Weitwurfmaschine. Man kann hier Schneebälle reinmachen und sie weghauen. Genau, so schaut das aus. Und hier hast du auch so einen türkisen, durchsichtigen Zweier in Flach. Das finde ich auch ganz cool. Ja, und man kann halt das Ding bewegen. Das finde ich auch wundervoll. In der 3 haben wir endlich die erste Figur. Oh, guck mal, das mag ich ja gerne, wenn tatsächlich Figuren auch zwei Gesichter haben. Einmal hat er hier ein relativ ernstes Gesicht, ein sehr verdutztes Gesicht, würde ich mal so sagen. Aber was mir noch besser gefällt, ist das andere. Und das ist ein herzhaft lachendes Gesicht. Und das kommt definitiv nach vorne. Und dieser Mann hat scheinbar viel Freude damit, den Schnee vor seinem Haus wegzukehren. Ist aber auch schön warm angezogen, ne? Die Nummer 4 scheint auch zu dieser Schneeball-Weitwurfmaschine zu gehören. Und hier haben wir die Schneeburg, die von der Schneeball-Weitwurfmaschine zum Einsturz gebracht werden sollte. Zerstört die Burg, greift sie an, wuhu! Gewaltverherrlichung, wuhu! Hier haben wir die Teile aus der Nummer 5. Ja, das ist jetzt einfach ein Holzklotz und eine Mini-Axt. Wobei diese Mini-Axt bin ich nicht so Fan von. Ich finde, die erinnert mich sehr, sehr stark an Playmobil, ne? Naja, kommen wir zu Nikolaus. Das ist am 6. Dezember drin. Ist definitiv keine Figur. Ich jetzt aber eher erwartet, ne? Dass man so an Nikolaus schon so ein bisschen so ein Highlight-Produkt drin hat. Und für mich sind Figuren dann auch eher so die Highlight-Produkte. Ja. Es ist ein Tannenbaum, ne? Das ist der Tannenbaum, vor dem wahrscheinlich die Omi im Schaukelstuhl sitzt und sich den genüsslich anschaut. In der Nummer 7 haben wir endlich die nächste Figur. Das scheint eine Junge zu sein, ein Kind. Und hier haben wir das Kind, der hat eine Schirmmütze auf, mit einem Propeller auf dem Kopf. Sieht ganz niedlich aus. Huch! Deswegen gibt es da auch immer Ersatzteile, weil die fliegen immer irgendwie runter. Was ich nicht so geil finde, der hat zwar so ein Cookie mit dabei, ne? Das ist einfach so ein flacher Einser, aber man kann ihn nicht dem Jungen in die Hand geben. Das kann man halt nur so drauflegen oder kann man das da auch irgendwie befestigen, dass er das richtig hält? Ja, doch, geht wohl. Okay, man kann es dann richtig auf die Hand draufdrücken. Ich hatte jetzt erst befürchtet, dass man ihm das nicht in die Hand geben könnte, aber man kann das auf der Hand so richtig befestigen, indem man die Hand einfach in diesen Cookie reinmacht. Läuft. Tütchen Nummer 8. Und ich sehe Blumen. Blumen, Blumen, Blumen. Tja, da weiß ich jetzt nicht unbedingt, was es ist. Ich würde mal drauf tippen, dass es Geschenke darstellen soll, die quasi unter dem Weihnachtsbaum stehen. Das sind 3 verschiedene. Mal das. Relativ simpel gehalten, ne? Also das ist jetzt, gut, das ist ab 5 Jahren, ne? Das muss man ja auch immer bedenken. Am 9. Dezember darf ich einen Schneemann bauen. Da haben wir einen Schneemann drin. Der hat natürlich einen Zylinder auf dem Kopf, hat einen roten Schal umgebunden bekommen, falls ihm kalt wird. Und ja, ne? Es ist halt ein Schneemann. Ist ganz süß. Die nächste Figur in Nummer 10. Das ist eine erwachsene Figur, weil man da den Poppes bewegen kann. Bei den Kinderfiguren kannst du das nicht. Die erwachsenen Figuren können sich hinsetzen und die Kinderfiguren nun mal nicht. So. Oh, scheint sogar eine Lady zu sein, denn wir haben ein Ladyface. Eine Dame betritt die Runde. Und hier haben wir die Dame, beziehungsweise die Mutter wahrscheinlich, die ihr Kind dabei fotografiert, wie es Eiskunstlauf macht oder wie auch immer Ski fährt und ja, ein Wintervergnügen hat.
Und das hält sie dann einfach auf Fotos fest. Süß. Aber super, dass es eine Frau ist. Finde ich richtig gut. Die Spiele sind eröffnet. Hier haben wir für das Curling die Nummer 11. Und hier haben wir die Curling, wie auch immer die Dinge heißen, zusammengesetzt. Da haben wir die Spielfarben Rot und Blau, jeweils zweimal. Und da ist so ein Haltevieh drin. Und das hier ist das Ding, was quasi getroffen werden muss oder aus dem Kreis raustransportiert werden muss. Ja, ne? Keine große Kunst, das aufzubauen, aber ne? Es gehört halt auch mit zum Spielfeld dazu. Und größentechnisch passt es tatsächlich auch auf die Spielfläche, was ich richtig toll finde. Die Nummer 12 ist ein Tütchen mit Inventar für das Haus von der Oma. Echt super süß. Also hier hast du so ein kleines Tischchen mit Deckchen drauf und einer Lampe halt so gemacht. Finde ich echt klasse. Und dann hast du hier noch einen Schaukelstuhl dazu, der tatsächlich auch eine Schaukelbewegung machen kann, wenn man ihn auf einer geraden Fläche stellt. Und ja, das finde ich ganz süß gemacht. Und da kann sich halt auch wirklich ein erwachsenes Männchen reinsetzen. Voll toll. Und in der Nummer 13 versteckt sich dann auch tatsächlich die Figur, die quasi in den Schaukelstuhl hinein darf. Hier haben wir eine etwas betagtere Lady, die einen sehr gemütlichen Pulli anhat und eine für mich sehr haarfarbenreiche Frisur. Also das ist ein Peach. Also es scheint eine sehr moderne Oma zu sein. Und sie hält ein Buch in ihrer Hand und wenn man es öffnet, dann steht tatsächlich auch was drin. Und zwar Once Upon a Time. Das heißt, sie liest ihrem Enkel aus einem Märchenbuch vor. So sieht das dann aus, wenn sie in ihrem Schaukelstuhl sitzt. Ich finde es voll cool, auch wenn es ein bisschen aussieht, als würde sie auf dem Klo sitzen, aber hey. Mit der Nummer 14 bringen wir noch ein bisschen mehr Gemütlichkeit rein. Ja, und hier sehen wir dann, woher der Junge von eben dann auch seinen Cookie hat. Nämlich, er hat ihn vom Tisch von seiner Omi gemopst. Mit der Nummer 15 geht es wieder nach draußen. Und hier haben wir mal wieder ein Mobil, welches die Männchen sicher durch den Schnee transportieren kann. Und es sieht eigentlich ganz niedlich aus. Ist auch ein bisschen so gemacht, dass dann die Kinder, die etwas älter sind, schon etwas mehr Freude daran finden werden, das aufzubauen. Das heißt, ja, ne? Auch für die Grundschulkinder ist es definitiv was geeignet. Die Teile von Kläppchen Nummer 16. Da würde ich jetzt auch vermuten, dass es eher was für drinnen ist. Weil da irgendwas Bratpfannen-ähnliches mit bei ist. Ja, das scheint ein Teil aus der Küche zu sein, wo du quasi hier den Herd hast. Dann hast du hier oben eine Pfanne drauf und einen Ofen, wo auch vorne Fliesen davor sind. Und wenn man doll hinten schiebt, dann kriegt man das Brot raus. Okay, nicht so mein Favorite. Die Nummer 17 ist wieder eine Figur. Von den Gesichtszügen her würde ich sagen, es ist der Opa und auch von der Haarfarbe her. Aber was hat er da in seiner Hand? Ist es etwas, womit er Curling spielen will? Ist es ein Feuerlöscher? Was macht der Mann da? Keine Ahnung, was er da in seiner Hand hält. Da braucht man Kreativität, würde ich mal so sagen. Mit der Nummer 18 gehen wir mal wieder zurück ins Haus. Denn so langsam darf man auch daran denken, darüber nachdenken, den Weihnachtstisch zu decken. Von der Größe her ist es tatsächlich eher ein Wohnzimmertisch als ein Esstisch oder ein kleines Beistelltischchen. Ja, ne, da hast du einen schönen roten Tischläufer quasi drauf, dann an den Seiten vielleicht eine Spitzen, man weiß es nicht, Tischdecke. Dann gibt es ein bisschen Salat, eine Hähnchenkeule oder eine Gänsekeule. Dann haben wir hier noch ein Glas und natürlich hat der Tisch auch vier Beine. Mit der Nummer 19 bleiben wir noch erstmal kurz im Haus. Wärmen uns ein bisschen auf, essen uns einen Keks. Und da haben wir eine gemütliche Wanduhr, Standuhr. Eine gemütliche Standuhr. Also ich finde es eigentlich ganz nice, wie das gemacht ist. Es ist relativ simpel, ne? Dass du einfach hier drei Steine aufeinander hast. Aber an den Seiten, finde ich, ist wieder diese Detailverliebtheit von Lego, die mir sehr gut gefällt. Und ja, hier haben wir auch als Uhr einen bedruckten Stein und keinen Stein, den man extra mit einer Folie bekleben muss. Das finde ich auch top. Genau, ne? Und hier haben wir das Tütchen Nummer 20. Es ist wieder eine Figur. Dann kommt immer so ein bisschen Leben wieder in die
Weihnachtswelt. Das finde ich immer schön, wenn dann auch Figuren vertreten sind und richtig viele Figuren. Also das, ja, mag ich am liebsten. Von den Wimpern her und von der Kleidung her könnte das sogar fast mal ein Mädchen sein. Ein Hoch auf die Emanzipation, das muss ich wirklich sagen. Denn das hier ist der Snowboarder, beziehungsweise in dem Fall ja, wenn man sich das Gesicht ganz genau anschaut, die Snowboarderin, finde ich total gut. Denn ja, meistens werden Mädchen ja durch Wimpern gezeigt und die hat tatsächlich Wimpern. Sommersprossen, ne? Wenn man die beiden Gesichter halt mal so nebeneinander sieht, sieht man echt Junge und Mädchen, ne? Der Junge ist verfressen und hat sich einen Cookie geholt und das Mädchen chillt erstmal schön auf dem Snowboard ab. Finde ich großartig. Mit der Nummer 21 können wir zu den Sternen schauen, wenn wir eine Lego-Figur wären und da durchgucken könnten. Das ist schon cool gemacht. Da hast du ein richtig süßes Fernglas, beziehungsweise das ist ja inklusive eines Ständers, wo man halt das Männchen draufstellen kann. Und da oben kann er dann in den Himmel schauen. Möchte der Opa mal in den Himmel schauen? Hast du da Lust drauf? Deine Füße erstmal gerade machen. Kann er da drauf stehen? Nee, so wird er nicht in den Himmel gucken, ne? So wird er eher auf den Boden gucken. Okay, also er muss quasi davor stehen und kann dann in den Himmel schauen. So geht das. Na gut. Mit der Nummer 22 können wir es uns drin wieder richtig schön gemütlich machen. Und da passt auch der Schaukelstuhl genau davor. Oh, da sind auch mit die besten Steine überhaupt mit dabei. Das sind so Klinkerriemchensteinchen. Und da haben wir einen Kamin zusammengebaut und das sieht echt schön aus, finde ich. Sehr, sehr gemütlich, sehr liebevoll gemacht und ja, gefällt mir. Auch wenn ich den Kamin aus dem Harry Potter Adventskalender besser fand. In der Nummer 23 haben wir das, was ich selbstverständlich am besten finde. Und zwar haben wir da auch einen Hundi mit drin, ein Husky. Juhu! Ja, das sieht jetzt ein bisschen krass aus, ne? Als hätte man quasi dem Husky da was in den Rücken reingerammt. Okay, also das Geschirr fehlt natürlich. Aber gut, dafür haben wir hier Lego und nicht Playmobil. Und hinten dran haben wir dann einen Schlitten, wo sich dann jemand draufsetzen kann, um den Schlitten zu fahren. Oder viel mehr draufstellen. Ein Hundi, ein süßer kleiner Hundi. Guck ihn euch an. Guck ihn euch an, ne? Guck ihn dir an. Vom Gesicht her voll niedlich, die aufgestellten Öhrchen. Ah, das Puschelschwänzchen. Wie niedlich. Mein Lieblingsteil aus dem ganzen Kalender natürlich. Ja, was ist denn bloß in der Nummer 24, was da wohl drin ist, was da wohl drin ist, man weiß es nicht. Ho, 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 es ist natürlich Santa Claus. Und Santa Claus hat tatsächlich auch einen ziemlich coolen Rucksack auf, also einen Geschenkesack auf dem Rücken, den kann man natürlich auch abnehmen. Und ja, der bärtige Mann mit der lässigen Mütze, mit dem Bommel hinten dran, ne, gehört auf jeden Fall in den Adventskalender. Und ja, das gefällt mir auf jeden Fall auch unheimlich gut. Ja, ihr Lieben, das war jetzt tatsächlich der Lego City Adventskalender von 2019. Mein Fazit dazu. Ich persönlich würde den von Harry Potter, ehrlich gesagt, so meine ganz persönliche Meinung, bevorzugen. Ja, du hast hier relativ viele Fizzle-Teile drin, also auch so Kläppchen, wo halt Sachen drin sind, wo ich mir denke, muss das jetzt sein? Aber das ist halt meine persönliche Meinung, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich habe dir beide Kalender einfach mal unten in der Infobox verlinkt. Ich weiß, dass mein Freund sich über beide freuen wird, aber über den von Harry Potter, weil es halt was Besonderes ist, ein bisschen mehr. Und ja, ansonsten finde ich schon, dass die Lego City Adventskalender oder die Lego Adventskalender an sich ihr Geld jedes Jahr aufs Neue wert sind. Auch wenn du jedes Jahr einen Weihnachtsmann drin hast. Na und? Ich find's klasse. Ja, ihr Lieben, und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings der Adventskalender 2019. Mensch, hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!